Einen wunderschönen guten Abend miteinander. Herzlich willkommen nochmal zu Corona TV am 14. September. Es ist 10 vor 11 Uhr in der Nacht. Jetzt weiss ich nämlich auch, was ich heute Morgen sagen wollte. Und zwar gestern, bevor ich arbeiten gegangen bin, am Ende kommt immer das RTL Extra. Und da haben sie versucht, dass Teenager, also Jugendliche, sich impfen lassen, weil sie ja relativ skeptisch sind. Auch natürlich gewisse Eltern. Und da haben sie gezeigt, zwei Buben mit der Mutter, die Impfskeptiker waren. Und dann haben sie, sagen wir jetzt mal in Anführungszeichen, einen Facharzt von einem Kinderspital können fragen, wie das alles sei. Und ja, natürlich wird natürlich nur die halbe Wahrheit natürlich erzählt, oder? Sie haben eben vor allem immer Bedenken gehabt bezüglich wegen der Lunge. Und da sagt der Kinderarzt, ja, das ist so, dass der Virus vor allem Bronchien und die Lunge befallen. Bis dahin stimmt das auch. Weil das ist bei der Grippe eigentlich genau das gleiche wie bei der normalen Grippe. Eine normale Grippe tut auch die Lungenschädigung und Bronchien. Darum haben ja meistens, der grösste Teil der Leute, wenn sie Grippe haben, haben sie auch noch zusätzlich oder dann eher später dann im Verlauf eine Lungenentzündung. Oder? So, aber erschwer kommt natürlich dazu, oder? Dass, weil, ich muss anders sagen, wenn man zum Beispiel Grippe hat, dann wird ja empfohlen, dass man mindestens einmal am Tag an die frische Luft geht, damit die Lunge, die schon gereizt ist und entzündet ist, sich einigermaßen regenerieren kann. So, und beim Coronavirus ist das genau das Gleiche, oder? Und da kommt noch natürlich noch ein Schwert dazu. Die Leute, die natürlich positiv getestet worden sind, oder? Wenn sie natürlich noch ihre Maske tragen, wo natürlich erst recht kontraproduktiv ist, oder? Dann nachher kommt die Lunge, wenn sie schon befallen ist von dem Virus, erst recht zu wenig frische Luft. Und so passiert dann, dass die Leute auf der Intensivstation kommen und dann künstlich beatmet werden müssen, oder? Aber das sehen die nicht ein. Darum ist es ja eigentlich wichtig, die ja positiv getestet sind, dass die sofort von der Maske befreit sind. Oder? Damit die Lunge nicht noch mehr Schaden bekommt. Oder nicht nur vom Virus, sondern auch, weil es zu wenig Frischluft reinkommt. Oder? Und, ja, aber es ist irgendwie interessant. Und dann nachher, was mich auch noch erstaunt hat, das kommt nämlich jetzt gerade die Überleitung vom heutigen Pressekonferenz vom BAG. Und zwar im Deutschen aus, sind sie der Meinung, dass Impfungen für Allergiker und Asthmatiker kein Problem sind. Und heute in der Pressekonferenz vom BAG in der Schweiz, dort haben sie gesagt, dass eine Impfung für Allergiker und Asthmatiker nicht sinnvoll sind. Also, jetzt hat man natürlich zwei Teile, oder? Ja, welchen sollte man jetzt eigentlich glauben, oder? Aber der Gipfel vom Ganzen ist natürlich nachgekommen, das hat man natürlich jetzt in allen Zeitungen und Nachrichten können hören, natürlich, dass empfohlen wird, dass Schwangere ab der 12. Woche sich sollen impfen lassen. Also, ich habe wirklich gedacht, ich glaube, jetzt kriege ich durch den Fernseher durch und hau diesen drüne Deppen dort also nochmal so richtige Ohrfeigen. Vielleicht wären sie wieder mal ein bisschen gescheit. Ich meine, jetzt müsst ihr das einfach mal vorstellen. Eine Frau, die ein Kind drin hat in der 12. Woche, oder? Ich meine, da ist ja das ganze Gebilde von dem Baby ist ja noch gar nicht fertig ausgebildet. Die Organe sind teilweise alle gar noch nicht fertig ausgebildet, beziehungsweise haben sich können bilden. Auch das ganze Immunsystem von dem Fötus, kann man eigentlich immer noch sagen, ist ja noch in der Entwicklungsphase. Und dann sollen die Schwangeren quasi Gift in ihren Körper reinlassen, wo dann schlussendlich das ganze natürlicher Ablaufsystem von einem Kind, das im, im,
im Bauch hinein zur Welt kommt, oder? Gestört. Also wirklich durcheinander bringt, oder? Das kannst doch. Also Entschuldigung, ich könnte mich verteufeln wie eine Band. Aber das sind für mich Kindermörder. Die drei Typen von heute Nachmittag, das sind für mich Kindermörder. Und wenn eine Frau, eine schwangere Frau, sich gerade impfen lässt, sorry, also der gehört ebenfalls so eine richtige Ohrfeige verpasst, oder? In der Hoffnung, dass vielleicht das wirkt. Wirklich, also ich finde das unglaublich. Und dann heisst es ja, ja, man hat Studien festgestellt, dass die Impfungen einen sehr geringen Einfluss auf das Ungeborene hat, oder? So, die Studie, also wahrscheinlich vor einem Jahr, wahrscheinlich, oder? Oder nicht einmal vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht, oder? Und das ist eine wissenschaftliche Studie. Ich meine, eben, wie schon andere Sachen, wie zum Beispiel Parkinson oder Krebs, und da wird seit Jahrzehnten geforscht, oder? Und man hat ja, ist man heute ja eigentlich noch nicht auf dem grünen Zweig, oder? Und das soll dann so nach ein paar Monaten einfach dann ein bisschen funktionieren. Nein, also ich habe wirklich gedacht, also denen muss jetzt wirklich, wirklich mal eine Ohrfeige geben. Oder? Also, Und dann noch das sind ja nicht so viele Journalisten gewesen, aber der Seich, den die mich gefragt haben. Wirklich. Statt dass sie das wirklich mal spezifizieren oder wirklich mal ein bisschen gezielter fragen, oder? Nein, also wirklich. Also, es ist wirklich, also ich finde das einfach der Hammer. Ich finde das, also ich meine, da verstehe ich jetzt zum Beispiel die CVP nicht. Also ich habe ja noch keinen Kommentar von der CVP, jetzt heisst es ja Mitte, oder? Die ja von der Unversehrtheit immer diskutieren, oder? Wo vor allem gegen Genmanipulation oder alles Mögliche sind, was Fortpflanzung anbelangt, oder? Aber da habe ich bis jetzt noch nie etwas gehört von der CVP, oder? Ich finde es, also ich bin heute Nachmittag wirklich fast aus allen Wolken gefallen, wo ich das mitbekomme. Und Leute, jetzt wirklich bei allem Gottverstand. Vor allem die schwanger sind, Leute, könnt euch nicht impfen. Also, das, sonst verstehe ich euch wirklich nicht. Also, schützt euer Baby, oder? Und dann habe ich auch noch lesen, dass jetzt zum Beispiel Hausärzte wieder empfehlen, eine Grippeimpfung zu machen. Ja, für was eigentlich? Die gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja seit zwei Jahren innen sofort ausgestorben. Gibt es nicht mehr. Nein, also für was muss man dann eine Grippeimpfung machen? Oder? Wenn sie sowieso ausgestorben sind, oder? Oder dann redet man jetzt schon von der dritten Booster-Impfung. Nein, ich sage euch... Ich bin froh, dass ich noch normal arbeiten kann, nur wieder quasi vom Rande eigentlich mit dem konfrontiert. Aber heute hat es wirklich wieder sehr, sehr viel Nerven gebraucht, wo man die drei Trottel da im Fernsehen gesehen hat. Wirklich. Und das sind für mich Kindermörder. Nichts anderes. Oder? Ja. Also Leute, ich wünsche euch eine ganz gute Nacht, schlafen gut und bis zum nächsten Mal.